Hallo, guten Tag. Also, ich würde gerne einen Kaffee trinken, genau. Sehr gerne. Was haben Sie denn für einen Kaffee? Was würden Sie mir empfehlen? Ja, würde ich Ihnen alles empfehlen. Alles, was ich anbiete, würde ich Ihnen empfehlen. Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Chai Latte. Ich glaube, ich brauche einen doppelten Espresso. Es ist doppelten so Espresso. Die Frühlingsmüdigkeit. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Also, wenn ich Sie so sehe, ja, dann vermute ich, wie Miss Marple ganz scharf, dass Sie Giordano heißen und aus Sizilien kommen. Nein, das ist nicht richtig. Und zwar, nein, da haben wir nämlich eben schon drüber gesprochen. Sie, ich komme aus Afghanistan. Woher genau aus Afghanistan? Aus Kabul. Aus Kabul, ja, genau. Und jetzt sprechen Sie schon verdammt gut Deutsch. Oh, lange. Dankeschön. Sie sprechen auch sehr gut Deutsch. Das ist das typische Vorteil, was man immer sagt, ne? Ja, sehr gerne. Ich freue mich gerade, man sieht hinten auch den Kölner Dom, das perfekte Refugee-Challenge-Video. Fantastisch. Aber verraten Sie mir doch mal, wie das ist. Wie sind Sie von Kabul nach Köln gekommen? Ja, das war 88, mhm. 1988. Ich mit meinen Eltern halt, ne? Ja. Meine Eltern. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Beamtin, ja, also hat in der Regierung gearbeitet. Ne? Ja. Und 89 wussten, also 88 wussten die, mein Vater, dass die Russen weggehen aus Afghanistan. So wie in diesem einen Buch über Afghanistan. Ja, genau, diesen, ja, so, die Drachenläufer. Ja, genau, genau, kennen Sie ja. Ja. Wunderbar, wunderbares Buch ist das übrigens. Mhm. Und ja, und dann mein Vater hat über Nacht und Nebel sind wir dann im Flugzeug gestiegen und sind nach Indien geflohen. Mhm. Und da haben wir 6 Monate gewartet auf unsere Pässe, andere, ja, Pässe haben wir bekommen. Und dann nach 6 Monaten sind wir nach Holland gelandet. Mhm, immer noch nicht Köln. Also. Ja, nee, noch nicht Köln. Ja. Ja, und dann von da aus hat meine Tante, die ja schon länger hier lebt, in Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen, oh nee. Bad Oeynhausen, das genau, klingt richtig, ja, spannend. Richtig, ja, richtig. Die haben uns dann von diesem Camp, ja, in Holland abgeholt. Ja. Und dann haben wir bei denen gelebt. Und dann haben wir sofort Asyl beantragt. Mhm. Ja. Und auch bekommen. Ja, nach 3 Jahren haben wir unser Asyl. Aus, wegen politischer Verfolgung dann? Genau, mein Vater war Politiker, war eine rechte Hand von Najibullah. Damals, ja, war der Najibullah. Ja, mhm. Und der hat in der Regierung gearbeitet. Und ja, und dann sind wir hier rübergekommen. Und was sagen Sie zur aktuellen Flüchtlings-, ja, es ist also traurig, traurig. Und man muss normalerweise das alles in Wurzel packen. Da in dem Land was passiert, da muss man alles in Ordnung bringen. Dann brauchen die, kein Mensch würde sein Land verlassen. Mhm. Das ist ganz klar. Und jetzt muss ich Kaffee machen. Ja, jawohl, vielen Dank. Bitte schön, sehr gerne. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage. Also, ich mache gerade eine Refugee-Challenge und ja, interviewe Leute zum Thema Flüchtlinge, Flüchtlingskrise oder auch Flüchtlingschance. Espresso. Und ich habe gedacht, er wäre hier ein typischer Espresso. Giordano Doppel. Aus Sizilien, aber er ist ein Afghaner und hat irgendwie. Ah, was halten Sie denn von der Flüchtlingsgeschichte momentan? Haben Sie noch eine Frage? Eine Frage? Ich finde das relativ eindeutig. Ich finde es irgendwie unabdinglich, dass man das so gemacht hat, wie es jetzt ist. Mhm. Würde etwas mehr Pragmatismus toll fänden. In welche Richtung? Dass man einfach jetzt, man hat eine Situation, auf die es zu reagieren gilt und wir sind ein relativ potentes Land. Mhm. Und es wird unglaublich viel gezetert und es wird überhaupt nicht gesehen, was ganz viele Leute machen und leisten. Mhm. Also sozusagen mehr auf das Umsetzung. Macchiato für Sie. Nee, einen doppelten Espresso. Doppelten Espresso. Hatte ich auch. Gerne. Das braucht man hier. Gerne. Okay, nehmen vielen das, Dank. Ich mache noch einen Schwenk und Sie glauben also, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das, ja. Sollten wir denn jetzt noch mehr auch nehmen? Oder sind Sie auch erleichtert, dass eigentlich da unten die Grenzen dicht sind? Ich bin ein bisschen erleichtert. Das sind wir alle irgendwie komischerweise, ja, ja, ne? Aber haben Sie auch ein schlechtes Gewissen, dass wir eigentlich erleichtert sind? Nee, ich habe ein schlechtes. Ich ärgere mich sehr über das diese Gesamtidee Europa so vor die Hunde geht. Mhm. Das ist für mich ein Rätsel. Also ich habe einen Beruf, der irgendwie viel mit Europa zu tun hat und mich ärgert das unglaublich. Dass und was haben Sie für einen Beruf? Ein bildender Künstler. Ach, bin ich, okay. Sozusagen. Ich bin dann in verschiedenen Hochschulen, auch in verschiedenen Ländern. Also ich find's irgendwie aber ich bin jetzt ärgerlich. Relativ viel in Paris. Ich habe einen Eindruck, da ist aber natürlich viel, viel mehr Migration schon angekommen. Also dass die aber vielleicht. Die haben natürlich ein anderes Problem. Die haben ihre Alten, das mit dem Kolonialisierungsprozessen. Ja.
Das ist, glaube ich, nochmal eine andere. Das sind hausgemachte Probleme. Achso, das hat gar nichts mit zu tun, dass so viele Kulturen aufeinander prallen. Nee, das sind schlechte. Franzosen sind in einem Maße arrogant, das kann man sich nicht vorstellen. Ich erinnere, dass ich im Marokko unterwegs war, mit meinen Kindern bei Franzosen im Auto gesessen habe. Und die leben fließend Französisch, die lebten in Marokko und die ganze Zeit über die Marokkaner gelästert haben. Mhm. Wie gut, Herr. Die aber nicht wussten, dass wir Französisch sprachen. So, das war entsetzlich. Das lebten bei den Franzosen. Und wenn Sie jetzt, Sie waren jetzt gerade auf der Art Cologne. Ich gehe jetzt gleich rein. Achso, und haben Sie den Eindruck, da werde ich auch was zu dem Thema Refugee Challenge finden? Oder? Also Kunst wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt gerade schon Flüchtlinge durch Zufall getroffen. Ich hatte da gar nicht vor. Ja, Flüchtlinge werden auch umgeführt. Ja. Aber also Sie finden Kunst, aber ob das jetzt gerade die beste Kunst ist, das glaube ich nicht. Gut. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, sich damit auseinandersetzen, als die Kunst. Mhm. Ja. Ich habe bis heute keine Kunst dazu. Vielleicht, aber gibt es irgendwann Flüchtlinge, die gute Kunst machen? Also die wird es doch auf jeden Fall ja, geben. Ja, die wird es auf jeden Fall geben, klar. Dann naheliegend. Gut. Und haben Sie noch irgendwas, was Hoffnung macht oder noch irgendwie einen neuen Tipp? Weil wir wollen, im Fernsehen kommt ja schon sehr viel, aber ich mache ja hier immer meine kleine eigene Refugee Challenge ja. Und hoffe immer auf gute Tipps und Sachen, die auch in Hoffnung machen und zum Nachdenken bringen. Ja, dass zum Beispiel die Ehrenamtsquote in Deutschland sowieso schon bei 30% liegt, noch mal stärker gestiegen ist, dass viele Leute vergessen. Also jeder dritte Mensch in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Das ist phänomenal. Das ist wirklich toll, ne? Auch das meine Freunde. Geht knapp auf 50% inzwischen zu. Aber das sind doch nur Frauen, oder? Nee. Kennen Sie auch Männer, die ehrenamtlich sind? Ganz viele kenne ich, also Männer, die das auch machen. Ich frage so provokativ, weil ich kenne komischerweise nur Frauen, die sich engagieren. Ich kenne auch ganz viele Männer, also auch gerade Freiberufler. Und was machen die dann? Also Sprachkurse oder? Nee, die machen dann teilweise auch wirklich Sachen, die sie aus ihrem Metier heraus gut machen. Also was ich betreibe, dann Öffentlichkeitsarbeit für die gute Sache. Ich danke Ihnen. Öffentlichkeitsarbeit für die gute Sache. Oder übernehmen kostenfrei Lehrgeschichten, was ich auch schon öfter erlebt habe. Also sagen, berichte ich halt mit. Architekt, der vermittelt wurde und tritt selber als, wie nennt man das denn, als Pater ein, für die Ausfälle, die entstehen können, oder für Schäden. Also. Ach, das der in Berlin und Hamburg, diese Geschichte? Ja, genau. Ja, dann kennen Sie das. Das ist ja großartig. Die kennen Sie persönlich. Toll. Ja, genau. Eine Freundin macht das mit einem Mann zusammen. Also, finde ich super Beispiel. Ja. Finde ich auch. Also, vielen Dank und tschüss.